Ja, ich laufe wieder mal die Parkanlagen ab und suche nach etwas Brauchbarem. Gott sei Dank sind in den Parkanlagen noch keine Kameras. Da fühle ich mich relativ sicher. Es regnet. Zum Glück war ich einige Jahre lang an der Uni, einige Semester hier studiert und kenne mich deswegen ein bisschen aus. Darum glaube ich, dass ich hier auch noch eine gute Chance habe, etwas zu finden, was ich brauchen kann. Ziemlich leer für den Semesterbetrieb. Nach der SARS-CoV-2-Impfung hat das Studentenaufkommen schon extrem nachgelassen. Ja, man sieht aber immer mehr ohne Masken rumrennen. Also die schon Impfung hatten, tragen natürlich jetzt keine Masken mehr. Man fällt dann, wenn man sowas trägt wie ich, schon etwas auf. Die Gebäude hier werden um 22 Uhr abgeschlossen und ein Sicherheitsdienst ist dann für die Innenräume zuständig. Also länger bleiben als maximal 21.30 Uhr sollte man nicht hier schlafen. Quasi unmöglich. Durch den momentan starken Regen hat es noch ganz schön abgefrischt und ich bin froh, dass ich mein Sweatshirt mit Kapuze anhabe. Ja, es gibt hier genug Unterstellmöglichkeiten. Man könnte in den Treppenaufgängen auch mal versuchen zu schlafen. Ich weiß nicht, wie weit die kontrolliert werden. Auf der unteren Ebene findet normalerweise die Versorgung statt, also hier fahren Versorgungsfahrzeuge rein. Sollte aber auch alles ziemlich zu sein. Man kann ja mit trockenen Fußes ziemlich weit über das Uni-Gelände gehen. Weniger Studenten bedeutet auch weniger Müll. Damit leider nichts zu finden. Im Moment lasse ich mein Handy noch an, um zu erfahren, was mit meiner Frau ist. Man wird mich sicherlich am Handy benachrichtigen, sollte sie versterben oder sollte sie besser gehen. Danach werde ich auf jeden Fall den Akku rausnehmen und nur noch sporadisch überhaupt reingehen ins Internet oder das Telefon nutzen. Hier kann man so eine Zeit schon verbringen, wenn man nicht auffällt. Zumindest hat man ein Dach über dem Kopf. Es ist einigermaßen warm. Die Pizzeria hat offen. Das Innere werde ich wohl länger nicht sehen. Wenn überhaupt noch mal. Bisher kann ich mich ganz gut halten. Noch Flaschen sammeln, kriege ich wenigstens am Tag ein vom Brot zusammen. Ich könnte schon mehr holen, aber zur Not frisst der Bauer das Brot halt auch mal ohne Wurst. Ja, solange noch nicht alle durchgeimpft sind, werden sie wohl die Auflagen für das Betreten von Geschäften etc. nicht erhöhen. An der Uni gibt es auch immer noch den kleinen Lebensmittelladen, den Kiosk Hechbauer. Da versorge ich mich immer, wenn es geht. Ein guter Fund. Normale Steckdosen. Kann ich mir die Geräte vielleicht laden? An solch trüben Tagen wie heute liefert die Solarpowerbank leider nicht viel Strom. Dann kann ich die Geräte wie mein Handy etc. auch nicht wieder aufladen. Früher gab es am Campus etliche Automaten, wo man sich mit Münzen Kaffee oder Snacks holen konnte. Die sind fast alle verschwunden. Und wenn noch welche da sind, dann sind sie nur mit einer Studentenkarte zu benutzen. Also rein digital. Muss man scheinbar vorher irgendwo aufladen und kann dann was kaufen. Die Möglichkeit habe ich leider nicht. Es nieselt immer noch leicht. Aber ich will jetzt von der Uni zurück zu meinem Platz, in dem ich momentan noch bin. In der Nähe des Friedhofs oder auf dem Friedhof, das Gelände. Dort habe ich nach langem Hin und Her überlegt, wo kann ich Wasser finden. Und dort gießen die Leute ihre Gräber. Außerdem sind dort öffentliche Toiletten. Ja, und da habe ich in meinem Haus hinterhalb eine Waschbüttel und Hütte wahrscheinlich ein Umschaltwerk oder ist irgendwas in der Richtung gefunden. Und zwischen dem und einer Hecke, da kann man bleiben, allerdings wird man dort nass, wenn es regnet. Leider ist das Wetter nicht besser geworden. Hier ist die Bushaltestelle unmittelbar meinem Schlafplatz. Und da werde ich mir zur Zeit lang unterstellen und warten, bis es aufhört, bevor ich weitergehe. Feuchtigkeit dringt eh schon durch die Klamotten und so schnell trocknen kann ich sie nicht mehr. Ja, hier die besagten WCs auf dem Friedhof. Ich habe jetzt noch den Platz gewechselt, weg von der Bushaltestelle. Bleibt immer wieder ein Bus stehen. Wenn ich einsteige, ist das irgendwann etwas komisch.
bin jetzt hier in dem Gewölbe beim Friedhof. Es ist zwar etwas zugig, aber wenigstens trocken. Mal schauen, wann es aufhört. Ich hoffe bald. Es ist schon nach 8 und eigentlich möchte ich ganz gerne mein Lager zurück. Meinen Rucksack habe ich übrigens dort gelassen, wie jeden Tag. Den habe ich unter einer gefundenen Folie regenfest untergebracht. Auf dem Boden, der dürfte ihm jetzt nichts ausmachen. Denn immer mit dem Rucksack rumzulaufen, ist mir zu mühsam und zu auffällig. Ich weiß, dass Covid-19 nicht harmlos ist. Ich habe ja auch lange in einem Krankenhaus gearbeitet, wenn auch nur in der Verwaltung. Aber bekommt man einiges mit. Manche Patienten werden eingeliefert in Notaufnahme, kommen auf die Station, nach ein paar Stunden werden sie beatmungspflichtig, werden dann nach ein paar Stunden oder zwei, drei Tage beatmet, dann sterben sie. Man muss abwägen, was schlimmer ist. Eine potenziell tödliche Impfung oder eine Infektion, die man sich holt. Deshalb gehe ich sehr umsichtig damit um. Ich achte immer noch auf meine Händedesinfektion, trage, wenn es geht, Mundschutz oder halte zumindest das Abstand. Das mit dem Mundschutz wird immer schwieriger. Je mehr Leute geimpft werden, desto mehr fällt man damit auf. Irgendwann werde ich darauf verzichten müssen. Dennoch, ich habe jetzt schon alles verloren. Warum soll ich mich jetzt noch impfen lassen? Das würde nichts mehr meiner Situation ändern. Alles ist weg. Und mit knapp 60 kriege ich nirgends mehr einen Job. Und wenn dann einen, der mich sowieso nicht über Wasser halten kann. Was ich fürchte ist, dass jetzt bald der Herbst kommt, das Wetter schlechter wird, so wie jetzt, es regnet immer noch. Und ich krank werden könnte. Ich habe natürlich nur meine nötigsten Medikamente mitgenommen. Bevor die Arztpraxen komplett zumachen, sollte ich mir noch ein Rezept holen. Für meine Medikamente, aber auch noch für ein paar andere Dinge. Glücklicherweise kriege ich Schmerzmittel, da ich Schmerzdauerpatient war, kostenfrei. In einer Klinikpackung. 100 Ibuprofen, 800. Damit kann man eine Zeit lang aushalten. Paracetamol etc. werde ich mir wohl zukaufen müssen. Ihr die erwähnte Möglichkeit, an Trinkwasser zu kommen. Es hat jetzt mehrere Tage, vier Tage lang fast durchgeregnet. Meine Sachen sind relativ klamm geworden. Ich konnte sie zwar unauffällig in den Garderoben der Uni wieder trocknen, aber ich muss mir da auch noch einen besseren Schlafplatz suchen. Ich werde zur Uni umziehen.